Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer, Zuseher im Bundestag. Das Bundesteilhabegesetz ist für mich mit das wichtigste sozialpolitische Vorhaben dieser Legislaturperiode. Jeder von uns wünscht sich ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben. Und mit der Reform der Eingliederungshilfe werden wir dazu beitragen, dass dies endlich auch für Menschen mit Behinderungen gelingt. Das Gesetz wird ihre Lebenssituation in vielen Bereichen deutlich verbessern, egal wie oft es hier bestritten wird. Das Gesetzgebungsverfahren, auch die Vorarbeit und die Beteiligung Betroffener in der Arbeitsgruppe Bundesteilhabegesetz, Kommunen, Länder, Verbände, auch betroffene Menschen, war gekennzeichnet von Transparenz und Mitbestimmung. Und alle hatten und haben das gemeinsame Ziel, Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen weiter zu stärken. Dass die Regierung zugehört hat und entsprechend gehandelt hat, sieht man an den vielen Änderungen und Verbesserungen, die über die Monate Eingang in das vorliegende Gesetz gefunden haben. Das geschah zum größten Teil in enger Abstimmung mit den Verbänden und den Betroffenen. Es handelte sich um einen Prozess, und dieser Prozess wird fortgeführt. Einzelne Regelungen werden evaluiert und da, wo nötig, nachgebessert. Nachbesserungen gibt es beim Zugang zur Eingliederungshilfe. Die zu Recht kritisierte 5-aus-9-Regelung wurde gestrichen. Kollegin Dr. Freudenstein hat das im Detail erklärt. Ein ganz wichtiger Punkt. Verbesserungen gibt es auch für Werkstattbeschäftigte mit der Verdoppelung des Arbeitsförderungsgeldes. Davon profitieren viele geistig behinderte Menschen, und der Bund und die Länder stellen nochmals 125 Millionen Euro bereit, eine Gruppe, die unseren besonderen Schutz braucht und der wir ihnen gewähren wollen. Gerade war wieder die Rede von der Schnittstelle zwischen Eingliederungshilfe, Pflegeversicherung und Hilfe zur Pflege. Auch hier wurde nachjustiert, was für mich persönlich sehr, sehr wichtig ist, nicht nur für Frau Tack und die SPD, ist die Stärkung des Schwerbehindertenrechts. Ab 100 schwerbehinderten Menschen in einem Unternehmen wird die Vertrauensperson für die Arbeit freigestellt. Und dass die Kündigung eines Schwerbehinderten ohne die Beteiligung der Vertretung unwirksam ist, war echt überfällig, steht jetzt auch im Gesetz. Ich habe im Gespräch mit der Schwerbehindertenvertretung des Landratsamtes Waldshut, immerhin der größte Arbeitgeber in meiner Region, gehört von den Kollegen, dass sie insbesondere mehr Zeit brauchen für ihre Arbeit. Sie brauchen mehr personelle Unterstützung und auch mehr und breitere Weiterbildung. Genau diesen Wünschen tragen wir mit dem Gesetz Rechnung. Da leider gerade Frauen mit Beeinträchtigungen, die in Einrichtungen der Behindertenhilfe arbeiten oder leben, besonders häufig Opfer von Gewalt sind, gibt es künftig in jeder Werkstatt eine Frauenbeauftragte. Insgesamt werden die Rechte und damit die Mitbestimmung der Vertreter der Beschäftigten in Werkstätten für behinderte Menschen und den Werkstatträten gestärkt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass mit der Reform mehr Übergänge in Arbeit geschaffen werden sollen. Mit dem Budget für Arbeit werden bestehende Beschäftigungsangebote sinnvoll ergänzt, und das Rückkehrrecht in die Werkstatt bleibt dabei unangetastet. Genau damit wird an dieser Stelle das Wunsch- und Wahlrecht der Menschen mit Behinderung gestärkt. Und besonders die Menschen mit psychischen Behinderungen. Von den rund 15.000 Neuzugängen in den Werkstätten sind fast 13.000 Menschen mit psychischen Behinderungen. Die fühlen sich in diesen Werkstätten oft fehlplatziert. Für sie kann das Budget für Arbeit eine gute Möglichkeit sein, wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Damit chronische Erkrankungen nicht erst entstehen und die Erwerbsfähigkeit erhalten bleibt, sollen Präventivmaßnahmen ergriffen werden. Und damit sind wir wieder bei den Schwerbehindertenvertretungen, denen eine Schlüsselrolle in diesem Bereich zukommt. Die Träger von Reha-Maßnahmen werden verpflichtet, drohende Behinderungen frühzeitig zu erkennen und gezielt zu handeln. Jeder von uns hat leidvolle Erfahrungen mit dem Dschungel an Vorschriften, Gesetzen und entsprechenden Formularen, und wir wollen dem
entgegenwirken mit dem Teilhabeplanverfahren und der Hilfe wie aus einer Hand, von der wir ja auch schon gehört haben. Das ist definitiv eine deutliche Verbesserung gegenüber der jetzigen Situation. Auch, dass in Beratungsstellen gezielt mehr Menschen mit Behinderungen tätig sein sollen. Die weitere zentrale Änderung ist die Anhebung von Einkommen- und Vermögensfreigrenzen bei der Eingliederungshilfe. Menschen, die ihr Geld selbst verdienen, sollen auch etwas davon haben. Ein ganz wichtiges Anliegen der Union ist dabei die Abschaffung der Heranziehung von Ehe- und Lebenspartnern. Sie sehen also, es sind grundlegende Reformen, die wir gemeinsam anstoßen. Die eigentliche Kraftanstrengung, die Umsetzung, liegt noch vor uns. Gemeinsam mit Ländern, Kommunen und den Betroffenen und ihren Vertretern wird es uns gelingen, die gemeinsame Kraftanstrengung zum Erfolg zu führen. Das ist meine Überzeugung. Vielen Dank. Vielen Dank. Letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt ist jetzt die Kollegin Jutta Eckenbach, CDU-CSU-Fraktion.